Das läuft, der Laden läuft, aber sowas so, von. Freunde, herzlich willkommen zum wahrscheinlich vierten Shisha-Video. Jawohl. Je nachdem, wie wir es hochladen, mal gucken. Aber wahrscheinlich wird es das vierte sein. Heute der Plan, wir stellen euch einfach mal meine Tabaksorten vor, die ich bisher so gekauft habe und geraucht habe. Also sind natürlich nicht alle. Sind nicht alle. Aber das nur, halt hier. Was und woran wir uns erinnern können, weil es gibt natürlich auch ein paar Tabaksorten, die habe ich irgendwie ganz am Anfang geraucht, als ich angefangen habe mit Shisha rauchen. Da habe ich jetzt keine Ahnung mehr, wie die schmecken. Und dann, wir haben jetzt einfach mal die hingestellt, wo wir es noch wissen. Und das sind erstmal nur meine. Wir stellen euch bestimmt in einem anderen Video nochmal die Flugart vor. Und deine ganzen? Kurz zusammengefasst, Kryptonit und Aquamenta. Genau. Irgendwas. Lemon Berry oder wie das heißt. Irgendwas mit Himbeere. Ja, genau. Egal. Auf jeden Fall, wir haben es jetzt so ein bisschen nach Marken sortiert hier. Wir haben zum Großteil Lucain, ein bisschen True Passion und ja, im Überfluss 187. ich habe am Anfang viel Ginny geraucht, kann mich aber an die meisten nicht mehr erinnern, nur an diesen hier, Freunde. Da Bomb. Ich hoffe, es fokussiert. Wenn nicht, alle kennen ihn eigentlich. Da Bomb. Ich sage mal, die billige Variante von Voltage, von Social. Ja, also schmeckt einfach fast 1 zu 1 so. Ich hab halt noch einen Voltage zu Hause. Genau. Und wenn du die beiden halt hintereinander rauchst oder so, also ich merke da nicht viel Unterschied. Ja. Ist halt einfach nur vom Preis 16,90 im Gegensatz zu 25,90. Kann man nichts mit falsch machen, schmeckt nach Amaretto. Was sagt ihr, Jungs? Also ich würde ihn immer wieder kaufen, weil es einfach für den Sommer total geil ist. Es ist ein sehr, sehr spezieller Tabak, ja. Beziehungsweise es mag nicht jeder. Ja. Ich war am Anfang auch nicht so der Freund von, aber wenn es so ein bisschen auf dich wirken lässt, dann ist es schon mal eine gute Alternative zu diesen ganzen Fruchtsachen. Ja, geht fit. Genau. Jungs, ich wohne an dem Ball Fußball, also wenn wir immer mal so ein bisschen rechts rüber schielen. Ja, an dem Ball Fußball. Genau, also da waren wir als erstes, dann habe ich mir letztens gekauft von Holster. Den Icebomb im Capital Bra Tabak Video, glaube ich, schon mal erwähnt. Finde ich jetzt alleine nicht so geil, aber zum Mischen bestimmt ganz gut. Ist auf jeden Fall einfach nur Eis. Dann, ja, jeder, der Shisha geraucht hat, hat ihn bestimmt schon mal geraucht. Love 66 von Adalia. Honigmelone, sein Urgroßvater. Ich muss auch kurz mal riechen. Genau. Das Ding ist, feier ich prinzipiell gar nicht. Das Ding ist genau das. Jeder, der zum ersten Mal Shisha raucht, glaube ich, Love 66 und findet es gar nicht so schlecht. Ging mir genauso. Und dann habe ich den Rest, der hier steht, geraucht und finde den scheiße. Einfach nur scheiße. Es ist also wirklich. Also vor allem, man kann auch nicht viele Köpfe davon rauchen. Also. Nee, also das ist wie, ich sag's jetzt nicht, aber bei einem anderen Tabak schmeckt einfach nur pappig. Du rauchst 3-4 Züge, schmeckt ganz okay, aber danach ist es einfach nicht mehr schön. Du hast gar keinen Bock auf den Kopf und überlegst dir, was als nächstes rauchst. Genau, und du überlegst, ja, Kohlen sind noch groß genug, komm, ich wechsle einfach den Tabak. So, es geht weiter mit der nächsten Klassiker. Der allererste Tabak, den ich geraucht habe, den wir zu dritt geraucht haben, habe ich erst neulich wieder geschenkt bekommen. Alltime Favorite, rauche ich in meiner Tradi. Alvara Grape Mint. Traube Minze, sein Vater. Also so anders kann man es nicht beschreiben. Das stimmt. Wir waren beim Sumo-Tasting hier bei uns in Salzgitterbad von Exquisite Shisha Shop. Grüß ihn raus. Genau. Sumo war da. Die hatten auch Traubenminze mit. Hat 1 zu 1 geschmeckt wie der ja hier. Ja. Nur, dass der 14,90 € kostet und der von Sumo 16,90 €. Nochmal nebenbei. Genau. Dann machen wir weiter mit Prestige. Ist eine sehr, sehr neue Marke. Haben auch noch nicht so viele Tabak. 5-6 Dosen. 5-6 Geschmacksrichtungen. Genau. Wir haben hier einmal, Moment, von Coca Flitz, richtig ausgesprochen, ja. Soll Cola Zitrone sein? Ist Cola Zitrone. Also ist Cola Zitrone, wobei so die Cola, na, ich weiß nicht, schwierig. Also er schmeckt ganz gut, aber er schmeckt nicht so süß, wie man sich ihn vorstellt. So. Jungs. Freunde, Prestige. Ipanema. Der absolute Favorite von uns allen drei eigentlich. Also, Ipanema, Bruder. Es ist einfach wirklich. Es ist einfach nur geil. Also, ich kann ihn nicht beschreiben, ich weiß auch nicht, was drin sein soll, aber es ist einfach nur absolut geil. Es ist Limonade, Limette und Zuckerrohr. Genau. Es ist einfach, also, wer den irgendwann mal rauchen kann, rauchen darf oder ihn irgendwo bekommt, nehmt den auf jeden Fall mit. Von uns drei der absolute Favorite. Ja. So, weiter geht's mit True Passion. Meine Lieblingsmarke. Genau. Was die große Breite angeht.
Litchi, müssen wir nichts zu sagen, haben wir ein Review drüber gemacht. Für den Sommer extrem gut. Guckt euch gerne an das Video, was, wenn ihr da genau eine speziellere bzw. ausführlichere Meinung haben wollt. Freunde, weiter geht's. True Passion Wild Water. Ja. Ja, ist Wassermelone, ne? Genau, Wassermelone ist aber nicht diese Süße, sondern eher schmeckt wirklich wie Wassermelone und so ein bisschen so, ich sag mal, herb. Ja. Ja, ihr habt den noch nicht geraucht, ne? Oder doch, doch, ich hab den schon einmal. Ich hab ihn noch nicht geraucht, leider. Genau. So, Freunde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. True Passion eigentlich nie enttäuscht, aber Blackberry Sky, ich hab ihn jetzt lesen, oder auch nicht. Ja, es fokussiert nicht ganz, weil es halt immer auf unsere Gesichter geht. Genau, sorry dafür. Aber ihr hört die Namen, wen es interessiert, kannst du nebenbei googeln. Blackberry Sky. Blaubeere, irgendwas. Also wie ihr seht, zeig mal die Dose, so. Wie ihr seht, könnte man als neu verkaufen. Ich habe nur dran gerochen, ich glaube die beiden haben meinen Kopf geraucht, also ja, ich also brauche ihn nicht rauchen. Nicht das es war wirklich nicht schön, also es hat wirklich nicht gut geschmeckt, es war eher ein Krampf, den durchzurauchen und wir waren danach froh, dass wir was anderes rauchen konnten. Wirklich, Krampf im hinteren Oberschenkel, du kannst nicht mehr laufen, ey, wirklich. Ja, 187 oder Kokain? 187. 187, so Freunde, 5 Stück haben wir hier. Ja, zählen kann er noch. 187 von mit Saphir Quille, Traube Minze. Ich muss sagen, ich finde ihn ein bisschen besser als Ayahuasca. Ich weiß auch nicht warum. Also ich zum Beispiel jetzt kann es nicht unterschreiben. Ich finde, ich habe ihn mir besser vorgestellt, weil der halt oft gehypt wurde. Ja. Wie eigentlich jeder 187 Tabak. Ja, genau. Also er wurde halt heftig gehypt. Wir haben ihn uns im Hype geholt. Ich finde ihn auch, abgesehen vom Hype, besser als Ayahuasca. Ist aber Geschmackssache. Ja, also ich würde ihn mir nicht kaufen. Ich habe ihn mal Yannick geraucht. Ist ganz okay, aber ich habe mir ehrlich gesagt für den Hype mehr versprochen. Sagst du, wie es ist. Genau. So, Freunde. Weiter geht's. Pink Mellow 187. Was soll ich dazu sagen? Die beiden schütteln schon den Kopf. Ganz kurz, ganz kurz. Warte mal. Das ist nicht Yannicks Tabak, sondern meiner? Ich weiß nicht. Freunde. Muss nicht nochmal sein. Ich habe ihn am Anfang geraucht, ich habe ihn mit als dritten, vierten Tabak geraucht, den ich mir geholt habe. Ich hatte ihn ganz geil in Erinnerung, wir haben ihn uns das zweite Mal geholt, er war scheiße. Ich weiß nicht, vielleicht lag es an der Charge. Wollte ich auch gerade sagen, es kann sein, dass es vielleicht die Dose war. Aber, also, ausprobieren wollen wir es nicht. Wir holen uns den, glaube ich, nicht nochmal. Nein, also es ist einfach, für mich ist es Geldverschwendung, weil wir haben jetzt, wie gesagt, schon bessere hier stehen. So, Mister, ich drücke immer, egal wie du mich baust. Genau, Freunde. Grüße gehen raus an Patrick Zafari. ja, was soll ich sagen? Schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht, aber drückt und kratzt einfach immer. Also, haltet mich für behindert. Ich habe den im Funnel gebaut, ich habe ihn im KS gebaut, ich habe ihn im Tonkopf gebaut, mit 2 Kohlen, mit 3 Kohlen, mit 6 Kohlen. Der kratzt einfach durchgehend. 187, California Love. Ich würde mal ganz erkennen. Da muss ich aber ganz schnell los. Ja, war einer mit meiner ersten Tabaksorten noch vor Pink Mellow. Habe ich mir, glaube ich, sogar zusammengeholt, die beiden. Finde ich jetzt nicht so gelungen, wobei ich auch auf Facebook oft sehe, dass manche Leute ihn feiern. Also es ist einfach Geschmackssache. Ich kann dazu jetzt nicht sagen, wie er riecht. Ich glaube, er ist auch voll. Ja, voll mit altem Tabak. 187. Sweet Cactus. Sweet Cactus. Ich habe ihn nie geraucht. Ich habe ihn geraucht, zum allerersten Mal in einer Bar. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Und wir haben ihn erst mit dem Kumpel geraucht, dann habe ich ihn noch mal in einer Bar geraucht und dann habe ich ihn mir gekauft. Ich weiß nicht, warum ich ihn mir gekauft habe, weil er hat bei beiden Malen, als ich ihn geraucht habe, gekratzt und gedrückt. Also ich fand ihn richtig geil. Ich fand ihn auch richtig geil. Aber er drückt einfach so nach 10, 20 Minuten. Und du kannst machen, was du willst, du kannst ohne Kohlen rauchen, er kratzt trotzdem. Ja, guck mal, falls ihr es merkt, finde ich beim Safari halt so. Also wir merken, wir sind nicht die größten 187-Fans, also Philipp, glaube ich... Vom Geschmack, also doch, ich muss sagen, vom Geschmack her finde ich die alle ziemlich geil. Ja, schon. Aber von der Qualität her einfach nicht, weil die verbrennen so schnell. Die sind erstmal, genau, die verbrennen schnell, sind nach einer halben Stunde durch, du hast einen pappigen Geschmack im Mund und eventuell kratzt es noch. Also ich habe gerade zu Hause den Hamburg, den finde ich geschmacklich am besten. Würde ich mir eventuell nochmal holen. Den feiere ich zum Beispiel wieder gar nicht. Ich feiere den auch übel. Es ist halt immer wirklich Geschmack. Geschmacklich findet er ihn auch nice. Aber es ist halt einfach so nach einer halben Stunde. Nicht mal. 15, ja. 20 Minuten. Und du kannst ihn eigentlich nicht mehr rauchen. Das ist ein Krampf, wirklich. Es ist ein Krampf, den zu Ende zu rauchen. Und du freust dich nach 20 Minuten schon auf den nächsten Kopf. Die letzten 4. Luca ist bei True Passion eigentlich der Fan. Und ich bei Hukain. Muss ich Yannick auf jeden Fall zustimmen, also Hukain hat mich bis jetzt noch kein einziges Mal enttäuscht. Man muss sagen, Molasse sein Urgroßvater in jeder Charge, die ich bisher geraucht habe, wirklich durchgehend. Einfach nur, da unten ist ein See drin, ich weiß nicht, was die machen, aber es ist einfach nur geil, weil es raucht wie... Ich sehe euch nicht mehr.
Genau, Freunde, Green Lean. Zitronenlimette. Zitronenlimette, Limette für den Sommer, Bombe. Ist einfach nur geil. Ja. An, ja, mach erstmal weiter. Freunde. Mein all-time favorite. Hukain. Er kam bisher in jeder Tabakvorstellung. Ich freue mich gerade wirklich. Ich freue mich, dass ich den euch zeigen darf. Er ist einfach nur geil. Es ist zum Glück noch ein bisschen was drin. Ja, ist einfach nur süß. Ist einfach nur geil. Also wer auf was Süßes steht, zieht euch den. Dann. Kann mich gerne anrufen. Hukain. Orangina. Auch schon mal vorhin, letztens im Tabak-Review, kurz angekratzt. Orange Vanille. Vanille. Sehr interessant, habe ich noch nicht geraucht. Knallt übel. Orange so ein bisschen im Abgang. Es ist dieses bisschen cremige, was uns eigentlich alle drei ein bisschen abgeschreckt hat am Anfang. Wir haben alle gesagt, oh, cremig, ja. Wissen wir nicht, könnten wir aber mal probieren. Dann haben wir ihn aus Zufall gekauft. Also, vielleicht kennt ihr die. Naja, ich sag mal so Schokokekse. Schmeckt. Also, mein Softcake, ne? Ja, genau. Softcake, ja, genau. Softcake die, genau. Ja. Also, ich finde find den Tabak echt gut. Ja. Also, wenn man es jetzt noch sehen würde, also wirklich, der ist so. Nass. Ja. Also raucht Hukain auch. Raucht. Das ist brutal. Ja. Das ist einfach nur nicht von dieser Zweitung. Wirklich. Ja, wirklich. Also kann zum Beispiel der Big Black Berries, der Traube Münze, der wirklich richtig reinknallt mit seiner Kühle. Den wir jetzt nicht hier haben. Den habe ich bei mir, der ist Dauerbrenner in meiner Tradi, wenn ich Alvara nicht gerade da habe. Also Big Black Berries wirklich, wenn ihr richtig guten Traube Münze haben wollt und nicht so empfindliche Lungenflügel habt, weil der schallert euch wirklich in eine ganz andere Dimension. ja, probiert den gerne aus. So, Freunde, zu guter Letzt. Gib mir Lemon Ciaga. Gib mir Lemon Ciaga von Hukain. Von mir auf jeden Fall der Favorite. Ja. Bei den Hukain-Tabaksorten. Was soll man sagen? Ist so ein bisschen. Ist auch wieder Zitrone, Limette, so wie Green Lean eigentlich. Ich finde, erinnert. Wobei Green Lean ist so ein bisschen herber und Hukain eher so dieses Süße. Philipp? Also, ich finde auf jeden Fall, dass er. Leicht, nicht dolle, aber ein bisschen so wie diese Nimm-2-Bonbons ist. Ja. Nimm-2-Zitrone, also ich glaube, die kennt jeder von euch. Und wirklich schmeckt extrem geil. Ja, ja, wirklich, also wenn man sich den holt, egal, also ist es der oder ist es irgendein anderer von Hukain, ihr macht wirklich nichts falsch. Das ist wirklich eine Marke, die kann ich euch einfach nur empfehlen. Der ist auch hitzeempfindlich, also wirklich, mir ist glaube ich noch nie ein Kopf verbrannt von Hukain. Ich glaube, das ja, ist er nicht hitzeempfindlich. Ja, genau, er ist nicht hitzeempfindlich. Also für. Er kann Hitze ab, so. Genau, also wenn ihr jetzt nicht die Shisha-Troniker vorm Herrn seid und nur ab und zu mal raucht, dann macht ihr mit Hukain nichts falsch. Ja. Setups, die wir bisher geraucht haben, bzw. verwendet haben, wir haben alle angefangen mit einem Tonkopf. Ihr wisst es, Tonkopf ganz normal. Mit einem Butcher oben drauf. Butcher, drei Kohlen. Läuft super, Standard, wie man weiß. Hält auch ziemlich lange. Stunde bis anderthalb, wenn ihr einen guten Tabak habt. Von Anfang perfekt. So, Freunde, ja. Dann, man will sich weiterentwickeln. Man wechselt zum Steinkopf. Wir haben uns für den KS entschieden, außer Philipp, der hat sich jetzt den Da Vinci. Genau. Den ihr geholt? Cool, genau. Nee, Steinkopf. Ist Steinkopf, ne? Genau. Glasiert innen drin. Genau. Wir haben uns aber für den KS entschieden, rauchen ihn meistens. Also wir beide. Genau. Entweder rauchen wir mit drei Kohlen, so wie wir es jetzt gerade machen, sieht man leider nicht. Oder ich habe mir von. Octopus. Den Plankton geholt. Wo man mit einer Kohle rauchen kann, ist optimal, finde ich, weil du sparst aber Kohle. Gut, Kohle kostet zwar nichts, aber ich finde es einfach. Wenn du mal einen schnellen Kopf haben willst. Wenn du mal einen schnellen Kopf haben willst, genau. Hält zwar nicht so lange, aber wunderbar. Vor allem die Sache ist auch, ihr zieht einmal an und der ist direkt an. Also, ihr zieht wirklich einmal, da kommt schon Rauch und beim zweiten Mal ist er komplett da. Apropos, beim ersten Ziehen Rauch, mein Alltime Setup, was ich immer verwende, der. Ich glaube, ihr könnt es nicht mehr hören. Squeeze. Number 9 von Saphir. Es gibt auch Number 5, glaube ich. Den fand ich nicht so nice. Den Number 9 habe ich mir irgendwann bestellt. Mit einer, ich finde sie gerade nicht. Smokebox, die oben drauf ist, aber bestimmt noch warm. Ja, die ist noch warm, die kann ich euch gerade nicht zeigen. Aber die Smokebox, ihr kennt sie aus den anderen Reviews. Genau, ich kenne die Smokebox immer mit auf dem Grill. Zwei Kohlen, spart da auch eine. Einfach drauf, einmal ziehen, das Ding ist an. Es schmeckt nicht verbrannt, es kratzt nicht, nix. Wenn es ein bisschen zu wenig Rauch ist, wenn der Geschmack nachlässt, einfach den Deckel drauflegen. Da könnt ihr ja auch ein bisschen hin und her variieren. Ja. Alle Löcher offen, macht dann halb auf, macht da komplett zu, wenn ihr richtig Hitze haben wollt. Ja. Wir können euch den Funnel auch gerne nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja. Ja. Ist für mich das beste Setup, habe ich bei anderen YouTubern gesehen, habe ich mir gedacht, okay, läuft extrem gut, probierst es mal aus und die beiden. Muss man sich nur einfuchsen mit dem Funnel beim Bauen, weil zum Beispiel ich kann es nicht. Ich bin einfach zu blöd für, ich raff das nicht, ich habe dafür auch einfach nicht die Geduld.
Ich meine, Luca baut jetzt wirklich 5 Minuten am Kopf und ich baue 30 Sekunden. Ich knall das in meinen KS rein und fertig ist der Laden. Ja. Ihr habt ja gesehen bei den Tabak-Reviews, jetzt nicht bei dem Escobar, da haben wir ja einen Sieb geraucht. Ja. Aber ansonsten habt ihr immer den Kopfbau gesehen. Ihr dürft den halt nicht overpack bauen, weil die Smokebox draufkommt, dann schmeckt es sofort verbrannt, also immer bis zum Strich. Ja, genau. Und diese Löcher, die sind halt nicht wie bei einem normalen Funnel nur eins in der Mitte, sondern die sind halt kleinere außen. Tabak ein bisschen weiter nach außen, dass ihr den richtig guten Durchzug habt und dann läuft das Ding optimal. Genau. So, Freunde, das Video ist jetzt bestimmt zwar ein bisschen länger geworden als gedacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, vor allem. Was soll's? Genau. Wenn ihr es nice fand, könnt ihr mir uns ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr halt gerne mal meine Tabaksorten sehen würdet. Wenn ihr Favorites habt, genau. Schreibt sie einfach unten rein, wenn ihr irgendwas wissen wollt zu irgendeinem Tabak, wenn wir irgendwo zum Review machen sollen. Schreibt auch immer alles unten rein. Schreibt einfach alles. Schreibt, was ihr wollt, unten in die Kommentare. Wir freuen uns ja drüber. Könnt uns auch gerne beleidigen, haben wir kein Problem mit. Dislikes auch immer gern gesehen, gar kein Ding. Hauptsache die Aufrufe stimmen, Freunde. Falls jemand Top 5, Top 3, Top 10 Tabak-Review sehen wollt von uns, so unsere Top 10. Top 10 von Philipp, Spaß beiseite, er hat nur 2. Aber wenn wir mal kurz erzählen sollen, so von 10 bis 1, von 5 bis 1, was uns da am besten gefällt. Genau, schreibt einfach. Vielleicht habt ihr ein bisschen was rausgehört, vielleicht könnt ihr euch ein paar Sachen denken. Eins der nächsten Chicha-Videos kann ich ja vielleicht schon mal spoilern, ist, dass wir uns eine kleine Pfeife holen für Freibad, für Schwimmbad, irgendwie sowas. Einfach an sehr chillen. Da werden wir vielleicht mal eine kurze Pfeifenvorstellung machen, wie sich das so rauchen lässt mit so einer kleinen Mini-Pfeife. Genau, Freunde. Könnt ihr auf jeden Fall, was Shisha angeht, einiges erwarten in nächster Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich denke mal, die Jungs auch. Gar kein Fall, nein. Schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Freunde, bis dahin. Macht's gut.